like there are others out there in need of help. Ein Odi kann doch kein Hauch-Event machen. Na, er kann das schon machen, aber... So, nee, da muss jetzt... Der Sohn und Mann, der braucht Hilfe. Okay. Bis dann. Ciao. Die klingt zu lieb, die klingt zu lieb, die klingt zu lieb. Ich kann nicht, die klingt viel zu lieb. Da habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nervig bin. Kann die so, oh, das ist... Shit, ich habe noch TTV im Namen, das ist ja richtig peinlich. Muss ich mal kurz rausnehmen. Warte mal. Wie nennen wir uns, Chat? Wir müssen uns einen Decknamen geben. Wie wär's mit... Pedro. Das klingt so schön spanisch. Welcome back. I've prepared some jobs for Dr. Pedro? Looks like there are others out there in need of help. Death Shadow. Seid gegrüßt, meine Damen und Herren. Ich bin es, Pedro. Ich bin gekommen, um euch zu assistieren in eurer Jagd nach Geistern. Ich habe gehört, ihr seid die Besten der Besten. Und dass wir auf dem Weg sind zu verfluchten Häusern, um diese zu befreien von der Präsenz, die sie heimsucht. Ich mag dich echt sehr, aber wir sind voll. Oh. Was? Okay. Ja, ich will eurem Freund den Platz nicht wegnehmen. Eigentlich, ich hatte eigentlich auch gar keine Zeit, weil ich habe auch noch eine Verabredung und da muss ich jetzt auch weggehen. Okay, viel Spaß bei deiner Verabredung. Danke, die und die existiert wirklich. Ja. Ganz euch will ich behalten! Nein, stopp! Was ist los? Man süß. Da steht Mutti TV? Was? Nein, ich bin Pedro. Echt? Oh, ich muss neu starten. Fuck. Ihr habt recht. Danke, danke. Ist mir nicht aufgefallen. Bei DBD aktualisiert sich das sofort. Meow, 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 meow. Peinlich? Ist schon ein bisschen peinlich. Hi. Jobs ready for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Sesselfurzer. Muolle. Oh, seid gegrüßt, meine Damen und Herren. Was macht ihr da oben? Welcome back. I've prepared some jobs for you. Looks like there are others out there in need of help. Bro, hör auf mich zu kicken, dude! Mach doch keine öffentlichen Partien, wenn man da nicht reinjoinen darf. Ihr hässlich. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich bin es, der Geisterjäger Pedro. Ich habe gehört, ihr seid die Besten der Besten. Und ich bin gekommen, um euch meine Dienste anzubieten. Alter, was ist mit ihm? Was ist mit dir, mein Freund? Wir spielen doch alle im gleichen Team.
Ich habe gehört, wir werden... Alles gut bei dir? Ich bin froh, dass du fragst. Solange wir alsbald aufbrechen, um diese Welt von den Präsenzen, die arme, hilflose Menschen heimsuchen, zu befreien, geht es mir in der Tat gut. Weißt du... Wir warten noch auf ein Mate, dann geht's los. Ich verstehe. Zu viert. Eine gute Zahl genau. Für ein Team. Weißt du, ich muss dir etwas anvertrauen. Ich habe einen tiefen Hass für die Geister, weil sie in meiner frühen Kindheit meine Familie nahmen. Einen nach dem anderen, direkt vor meinen Augen. Seitdem wusste ich muss Geisterjäger werden, um andere Leute vor jenem Schicksal zu bewahren, das mir vorbestimmt war. Oh, allein darüber zu reden, erzürnt mich. Verzeiht. Alles gut. Lass deinen Frust raus. Ich will dich behalten. Das ist sehr süß. Sei gegrüßt, Sabrinski. Du bist also Nummer 4. Oder wie wir in Spanien sagen, Numero 4. Quadro. Si. Numero 4? Ja, so ähnlich. Warum sind alle so leise? Ich habe das Gefühl, die lästern im Teamspeak über mich. Es geht los. Okay. Wie eine Löwin, die zu lange im Käfig gehalten wurde. Das gefällt mir. Rar. Unser Geist hört auf den Namen Becky Brock. Herr Sanchez, bitte tun Sie das noch einmal, dieses königliche Brüllen, bitte. Das kann ich in der Tat tun. Gib mir eine Sekunde, ich muss meine Kehle vorbereiten auf die Schrei des Löwen. Ich bin bereit. Bist du bereit, mein Freund? Ich bin absolut bereit, Herr Sanchez. Gut, aber er saudere nicht. Der ein oder andere Geisterjäger ist bereits davongerannt, als er den Löwen in mir zu Gesicht bekam. Ich trage extra große... Oh. Ich glaube, ich muss... Sir, ich gehe kurz meine Windel wechseln, wenn das okay ist für Sie. Ich habe Verständnis für deine Lage. Die sind gut drauf. Hey Kuni, moin. Hey Keule, bald soll das Game für PS5 rauskommen. Dann will ich dich wieder an Geister verfüttern. Fast nur für PlayStation. Wir haben Fingerabdrücke im Bad.
Das ist ein guter Punkt zu verstecken hier, ne? Dem. Becky, ich rufe deinen Geist. Antworte mir. Wo bist du? Bist du allein? Gib mir ein Zeichen. Ein Zeichen für den Meister. Mich erschreckt. Können wir noch irgendetwas an Ausrüstung gebrauchen? Ich habe Sie nicht verstanden, Meister. Ich wollte mich nur erkundigen, ob ich noch irgendetwas an Ausrüstung mitbringen soll. Ich werde nämlich ganz kurz für die Auto zurückgehen. Ich brauche eine Lichtfunzel. Wenn ihr dich sehr trinkt, wohl. Ich. Vielen Dank. Ich glaube, wir werden Taschenlampe. Ja, wieso kann ich die nicht nehmen? Immer nur eine pro Person, oder was? Oh. Oh, verzeih mir, wie unangenehm. Ich wollte einfach nur dein bezauberndes Lächeln festhalten. Auf die Foto. Gern gesehen. Hallo, meine Freunde. Sei gegrüßt. Folgendes Problem. Ich kann immer nur eine Taschenlampe at a time festhalten. Nimm meine, ich soll mir eine andere. Problem. Vielen Dank, mein Herr. Ja. Man darf irgendwie nur eine gleichzeitig tragen. Damit man nicht grieft oder so wahrscheinlich und den anderen die Taschenlampe wegschnappt und die komplett in der Dunkelheit verharren müssen. Haben wir schon andere Beweise als die Fingerabdrücke? Wir haben ja, MR5. Oh! Hat Sabrinski aber auch gesagt. Verzeiht, ich war wahrscheinlich gerade mit einem Monolog beschäftigt und habe dadurch die Nachricht überhört. Alles gut, dir sei verziehen. Aber danke, edle Dame. Edler Herr. Kamera fehlt noch, oder? Um Geisterobs anzugucken. Hiccup, danke für die 25 Monate. Vielen Dank für den Resub.
2 sollten bereits im Einsatz sein. Dazu vielleicht noch nachgefriert. Oh! 10? Wahrscheinlich ist er gerade am Jagen. Meine lieben Gefährten, ich will euch nicht beunruhigen, aber die Gesamtaktivität des Geistes entsprach eben ganzen 10 Einheiten. Geht es euch gut? Wir haben leider einen Verlust. Nein! Mutter! Vater! Verzeiht, ich werde an meine Kindheit erinnert. An jenen schicksalhaften Tag, als ich meine Familie verlor. Ich habe mir geschworen, nie wieder jemanden zu verlieren. Zebrinski! Oh, nein! Wir sterben heute nicht! Komm in meinen Raum! Umarme mich! Ja. Halte mich ganz fest! Ich halte dich! Kannst du mir einen Kuss geben, links und rechts auf Wange? Hab Dank! Ich habe noch ein Ersatzmittel dabei. Wir finden keine weiteren Hinweise mehr. Was sollen wir tun? Jin Goryo Obake Mai Ling. Oder wurde jemand umgebracht? Ein Fake-Hinweis callen? Gefriertemperatur... Eher nicht, es war viel zu warm. Warte, wieso hatte ich da drin 15 Grad, aber gleichzeitig war mein Atem gefroren? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Geisterbuch hat er nicht angerührt. Können wir quasi wegstreichen. Geisterorb habe ich keinen gesehen. Können wir bestimmt wegstreichen. Ich sage, es ist ein Djinn oder ein Goryo. Goryo zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Warte, sie kommen näher. Gott, nein! Nein! Hallo. Hola. Wie hat Ihnen die Rückenmassage gefallen? Chat, es ist 23 Uhr. Der Strom ist aus und deswegen wird es wieder kalt und man sieht den Atem. Oh. Das ist geil. Ich wusste nicht mehr, was ich antworten soll, deshalb.
Nicht einfach gehen? Doch, ich muss weiterziehen. Es ist Zeit zu gehen, Zed. Ein Abschied würde nur... Wisst ihr, zu bleiben würde es nur noch schwieriger machen. Die richtigen Worte finden. Wird mit Tränen in die Augen sießen. Das kann ich nicht tun. Ich muss gehen. Verabschiede dich wenigstens. Sir, bitte locken Sie einfach irgendeinen Geist ein. Wir fahren jetzt. Sehr wohl, mein Freund. Chat, ich hab Gorio eingeloggt. Es war Gorio oder Jin? 100 Pro. Oh shit. Welcome back. I prepared some jobs for you. Meine Freunde, ich muss leider weiterziehen, aber es war mir eine große Ehre, an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Ebenso, Herr Petro. Ich werde euch nie vergessen. Auf bald. Auf bald, werter Freund. Okay. Er hat dich im Arm gehalten und geküsst? Das stimmt. Als dieses kleine Babymonster mir Angst und Schrecken eingejagt hat. Vielleicht finden wir noch irgendjemanden, wo ich das mit dem Sternzeichen machen kann. Hey Leute, na, könnt ihr vielleicht noch jemanden gebrauchen? Ach, was ist das? Zum Teufel. Oh, sorry. Da habe ich wohl jemanden verscheucht. Tut mir leid. Das macht euch gut. Hey, was für Sternzeichen habt ihr denn so? Ich bin Stier, so. Oh, was ich bin? Gemini. Ja. Gemini auf den Sack. Mhm. Yeah! Ich hab's geschafft! Jetzt konnte ich das weitergeben. Chat, seit der Typ mich das letzte Mal hops genommen hat, hat das auf mir gelastet. Aber ich konnte die Schmach jetzt weitergeben, okay? Und jetzt muss er das weitergeben. Das war schon ziemlich gut. Das war schon... Ich hab den nächsten damit verflucht. Ja. Oh mein Gott. Das war gemein. Wir müssen jetzt doch einmal nett sein. Wo können wir noch ein bisschen Liebe verbreiten? Hey, sei gegrüßt. Hey Leute, ich muss euch mal was sagen. Ihr seid großartig, so wie ihr seid, okay? Ganz egal, was andere Leute auch sagen mögen. Die meisten sprechen aus Hass oder weil sie mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind. Aber ihr seid wundervoll, genau so wie ihr seid. Lasst euch nie was anderes erzählen. Wie war's? Danke. Hey. You're welcome, wie man im Englischen so sagt. Ihr habt auch ein bezauberndes Kichern und Lachen, ihr zwei. Danke. Hey, gar kein Problem. Ich muss jetzt auch weiter. Ich wollte einfach nur ein bisschen, ihr wisst schon, ein bisschen Liebe verteilen, versteht ihr? Damit die Welt ein besserer Ort wird. Okay. Wenn ihr vielleicht auch nur einen Bruchteil von der Liebe verteilt, die ich gerade verteilt habe, dann, wer weiß, könnte Phasmophobia morgen schon ein besserer Ort sein. Vergesst nicht, genauso bleiben, wie ihr seid, okay? Ja. Schöne Reise. Hab vielen Dank, euch auch. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Wer weiß. Man sieht sich immer zweimal, sag ich immer. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hey, by the way, wollt ihr wissen, was mein Sternzeichen ist? Warte, ich sag Fische.
knapp daneben. Nein, ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Ich habe mich verbessert. Ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Ich muss gehen. Sorry, meine böse Seite übernimmt gerade. Okay. Funny. Okay, Chad, ich bin raus.